Die Griffhaltung ist eine der wichtigsten Grundlagen für jeden Golfschwung. Dass einem beim Golfspielen der Schläger aus der Hand gleitet, habe ich bisher nur bei frustrierten Spielern nach verkorksten Schlägen erlebt. Meistens fliegt dann der Schläger auch weiter als der Ball. Dazu kenne ich noch eine ganze Menge lustiger Videos. Bevor ihr jetzt wegklickt und nach diesen Videos schaut, erkläre ich euch noch schnell, wie die Griffhaltung aufgebaut wird. Denn das Greifen stellt nicht nur die Verbindung zum Schläger dar, sondern sorgt auch dafür, dass der Schlägerkopf maximal beschleunigt werden kann und dass der Ball mit einer geraden Schlagfläche getroffen wird. Mit der linken Hand hält man den Schläger in einem 45-Grad-Winkel vor sich und richtet die Schlagfläche gerade aus. Als nächstes greift die rechte Hand am oberen Ende des Griffs. Aber bevor die Finger greifen, wird der rechte Unterarm um 20 Grad nach innen rotiert und der Handrücken Richtung Unterarm gebeugt. Diese Handgelenkstellung muss bestehen bleiben, während die Finger den Griff von unten umschließen. Der Griff wird dabei nur in den Fingern gefasst. Die Handinnenfläche bleibt hohl. Dann schließt der Daumen den Griff von oben ab. Er liegt minimal links der Griffmitte und schließt damit die Lücke zwischen Daumen- und Zeigefingeransatz. Beim weiteren Griffaufbau ist es wichtig, dass die Handgelenkstellung bestehen bleibt. Jetzt wird die linke Hand seitlich an den Schläger herangeführt und umfasst den Griff unterhalb der rechten Hand. Die Unterarmstellung ist dabei neutral. Ein einfacher Trick, um diese Stellung zu erreichen und um die nächsten Schritte zu erleichtern, ist, den Daumen nach oben und den Zeigefinger nach vorne auszustrecken. Ring und Mittelfinger haben jetzt die Aufgabe, den Griff von unten so zu umschließen, dass der Ringfinger direkt am Zeigefinger der rechten Hand anschließt. Der kleine Finger liegt auf dem Zeigefinger der rechten Hand auf. Erst dann schließen Daumen und Zeigefinger den Griff ab und die linke Handinnenfläche bedeckt den rechten Daumen. Daumen und Zeigefinger arbeiten zusammen. Sie umschließen dabei den Griff von allen Seiten. Oben ist die Lücke zwischen beiden Fingern zu, der Daumen sitzt rechts und der Zeigefinger links und unter dem Griff. Damit ist der Griff perfekt in den Fingern eingeschlossen.